Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. In der kommenden Woche werden wir wieder unterwegs sein in der Region, aber hier haben wir mal einen kleinen Eindruck, und zwar, wenn es um Thema Baden geht. Das ist das Schwarze Luch in Eisenhüttenstadt oder bei Eisenhüttenstadt, und derzeit ist es ja in der Region recht schwierig, einen Badesee zu finden. Sie wissen es, der Helenesee ist mittlerweile ja immer noch gesperrt, also durchaus eine schwierige Geschichte. Und leider gibt es zu diesem See, zu diesem Baggersee, heute auch noch nicht so gute Nachrichten, denn da ist etwas passiert. Kommen wir aber erstmal zu den Nachrichten des Tages. So.